Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Japanese Horror Night. Heute spielen wir Inugami. Und Inugami ist das so ein. Vom spielerischen her sein, so ein bisschen wie Amnesia, wenn ihr das noch kennt. Drücken wir von auf Play und machen ein neues Spiel. Ich habe jetzt den Schwierigkeitsgrad einfach nochmal abgeändert, nämlich auf. Schwierigkeitsgrad normal und nicht direkt auf schwer, weil das ist ein bisschen zu heavy für mich. Wir werden erstmal den Zaun ein bisschen anpassen. Dann geht's mal rein hier, mal gucken. Natürlich wieder so ein bisschen im asiatischen Stile. Hier mischen mal ganz viele Glühwürmchen. Eine Taschenlampe da hinten ist gerade was lang gelaufen. Habt ihr das gesehen? Was war das? War das ein Wolf? War das ein Geist? Man weiß es nicht. Ins Gebäude rein. Read Note. From him. Okay. Sind wir denn jetzt hier? Vor allem, wo kann ich überall lang gehen? Überall Paraventtüren. Aber schon atmosphärisch. Echt schön. Musik gefällt mir halt auch. Doch, doch. Hier oben scheint schon mal nichts zu sein. Ne? Nö. Nichts Lobenwertes. Nur ein Licht und. Ein Schränkchen. Das war's aber, ne? Ne, hier gibt es nichts zu holen. Dann gehen wir mal nach unten. Am besten. Die geht nicht auf. Am besten einmal erstmal hier rein, in die Küche. Hier ist zu. Hier ist noch ein kleiner Lagerraum. Gibt es aber auch nichts weiter. Warum mache ich den Kühlschrank? Warum. Mache ich das Licht denn nicht an? Hier ist noch eine Note. Von wem redet ihr denn an? Und. Defend my family. Hier. Kuro, Little Wolf. Also müssen wir hier auf uns vor einem Wolf in Acht nehmen. Gucken wir uns erstmal hier um. Yami und Kuro. Überall Zettel, über blutverschmierte Zettel verteilt. Ach, unser kleiner Wolf. Also doch kein Wolf. Blutspuren eines Wölfes. Okay. Okay. Tja. Nun denn, ich denke, soweit haben wir alles gesehen. Ja. Dann gehen wir mal wieder raus, oder? Können wir das denn? War das der Ausweg? Ich bin mir jetzt gerade, um ehrlich zu sein, nicht sicher. Aber wir müssen doch hier irgendwo rauskommen, oder? Es war doch hier. Aber anscheinend muss ich hier noch irgendwas machen. Tja. Hölle.
war das? Was ist das hier? The fuck? Ich krieg grad ein bisschen Angst irgendwie. Warum atmet der so komisch? Nicht, dass mich hier gleich irgendwie überfällt. Ich meine, es wirkt ja alles so ruhig und friedlich. Sozusagen. Ich weiß es nicht. Ich kann hier auch nicht raus. Das ist halt das Ding. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin echt ein bisschen überfragt und ich schwitze wie ein Schwein. Weil ich wieder so nervös bin. Was ist denn hier los? Warum atmet der hier so komisch? Was ist das für ein creepy Bild, Junge? Der atmet hier einfach richtig scheiße. Aber nur da oben. Und warum komme ich nicht mehr raus? Verstehe ich jetzt aber nicht. Jetzt geht's ja auch los. Jetzt geht's ja auch los, Leute. Der dreht durch. Der dreht durch, der Junge. Ich will hier raus. Lass mich hier raus. Der dreht vollkommen am Rad. Hör auf zu atmen, Junge. Hör auf so komisch zu atmen. Das macht mich total nervös. Ich hab doch schon alle Pages, alles Notes gelesen. Ja, wie kann ich denn dieses scheiß Gebäude wieder verlassen? Ich pieß mir so schon gleich in die Hosen. Alter. Hier kann man auch nirgendwo durch, ne? Was ist denn hier los? Es wird ja immer schlimmer. Was soll das? Soll ich jetzt warten, bis ich hier vor die Hunde gehe oder was? Oder erfriere oder was ist mit dem los? Was willst du? Was willst du, Junge? Hab ich irgendeine Seite übersehen, überlesen, was auch immer? Ich glaube ja nicht. Ich hab doch alle. Der macht mich schon nervös. Und jetzt kommt er zu irgendein Herzrasen, Junge. Was ist denn hier los? Muss ich irgendwas finden? Muss ich irgendwas machen? Ich habe gar keine Ahnung. Überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe alles geöffnet, was ich öffnen kann. Jetzt stecke ich hier in diesem... Tatsache, es wird immer schlimmer. Ich stecke hier in diesem scheiß Haus fest. Und es passiert einfach nichts. Nichts. Nichts passiert. Ist das der Sinn von diesem Spiel? Ich meine, draußen gab es noch was zu sehen. Das kann doch nicht... Das kann doch nicht alles sein, oder... Ist das das komplette Spiel im Moment? Weil es ist ja noch eine frühe Beta-Version, deswegen. Aber mehr gibt es nicht zu sehen. Ich denke, ich verabschiede mich hier an der Stelle. Leute, das war Inugami. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich kommt noch ein bisschen was. Ist ja nur ein Prototyp. Also, bis dann.